Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da mir heute von meiner Frau eingefallen worden ist, dass ich ein bisschen aufräumen muss, habe ich mir gedacht, wenn du schon eh draußen rumkramst, dann kannst du auch gleichzeitig mit auf den Grill machen. Deshalb gibt es heute zum Angucken diesen wunderschönen Cheeseburger-Style-Hackbraten. Und wie ich den mache, das könnt ihr euch jetzt im Video angucken. Zu den Zutaten, ich nehme einen Cheddar als Käse für den Cheeseburger. Ich will das Ganze mit Frühstücksspeck einwickeln. Als Hackfleisch nehme ich reines Rinderhack. Und dann brauche ich noch Senf, Ketchup, ein paar Sandwich-Gurken. Ich nehme hier die in Streifen geschnitten sind. Und Pfeffer und Salz. Falls irgendeiner von euch irgendein anderes Gewürz nehmen will für Cheeseburger, ich will versuchen, mal möglichst nah an den eigentlichen ursprünglichen Kinder-Cheeseburger-Geschmack, nenne ich ihn einfach, ranzukommen. Mal sehen, ob das klappt. Achso, ja klar, Burger-Buns brauchen wir natürlich auch noch. Weil, so, ich möchte den halt länglich machen, nachher in Scheiben schneiden und diese dann auf den Burger legen. Die sollten dann schon möglichst nach Cheeseburger schmecken. Okay, legen wir los. So, jetzt ist er eigentlich auch schon fertig zum Rollen. Hier drunter der Speck, weil ich rolle von hier aus hierhin auf. Hackfleisch, alles natürlich auf Backpapier, damit es sich leichter rollen lässt. Hackfleisch ist mit Pfeffer, Salz, Ketchup und Senf gewürzt. Hier ist der Cheddar-Käse, abwechselnd mit den Gurken. Da ich das nachher so schneiden will, habe ich die Gurken so längs gelegt, damit man immer ein kleines Gurkenstückchen hat und nicht so eine Gurkenschnecke nachher in dem Burger drin. So, jetzt will ich es mal zusammenwickeln. Gott sei Dank habe ich mir schon fast gedacht, dass das mit dem Speck knapp wird und deshalb ein zweites Paket besorgt. Das tue ich jetzt mal drauf. So, liebe Leute, der Junge ist jetzt fertig. Jetzt geht's raus an den Grill. Liebe Leute, der Grill, der ist jetzt warm genug. Ich habe links und rechts auf kleiner Flamme. Dann ist das Ding meistens ungefähr so zwischen 150 und 200 Grad. Das reicht, um ihn in der Mitte schön indirekt zu grillen. Und damit ihr einfacher feststellen könnt, wann der fertig ist, habe ich einen super Tipp für euch. Das alles sehende Auge. Da schüttet man so lange, bis hier hinten drin vielleicht gut steht und dann ist das Fleisch fertig. Das ist natürlich totaler Quatsch.
Man nimmt hier heutzutage so eine schöne Grillsonde, die tut man schön mittig da rein. Ich habe die jetzt hier auf 75 Grad gestellt. Das ist genau so zwischen Medium und Well Done. Und das sollte bei so einem Hackbraten aus reinem Rinderhack auch super funktionieren. So, jetzt warten wir, bis das Ding piept. So, der Hackbraten ist jetzt fertig. Und der sieht einfach super lecker aus. Ich werde den jetzt zum Abkühlen noch ein bisschen aufs Brettchen legen und mir noch ein paar Brötchen anbacken. So, der Cheeseburger-Hackbraten ist jetzt fertig und ich habe voll Glück gehabt. Er ist ziemlich genau so, dass man ihn ein bisschen leicht schräg geschnitten als Patty benutzen kann. Das ist jetzt das, was ich vorhabe. Wenn man nach den Burger-Kategorien geht, dann schmeckt der eigentlich besser als ein Cheeseburger. Mmh. Formschön und fettig. Ich mal ein bisschen da anfilmen. Die Grundidee war ja nun mal, dass es als Patty, als Scheibe als Patty verwendet werden kann. Ich dachte, vielleicht kann ich das auch mal cool auf irgendeine Party mitnehmen. Das Gürkchen kommt echt gut drin. Okay, sowieso. Oh, sowas mit auf eine Party bringt. Der lädt mich bitte auch ein. Das schmeckt einfach super. Ich glaube, wer auch gerne Frikadellen mag und so, ich glaube, das kann man auch kalt essen. Das schmeckt bestimmt. Ich werde noch ein, zwei Burgerchen essen. Guckt euch ruhig noch andere Videos an. Auch auf meinem Kanal. Könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, die Glocke und was weiß ich noch alles. In diesem Sinne, liebe Grillfreunde, bis zum nächsten Video.